Ja, und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Hallo, heute wollen wir das Lösen von linearen Gleichungen besprechen und uns den Zusammenhang insgesamt nochmal verdeutlichen, worum es dabei eigentlich geht. Ganz allgemein reden wir von einer Funktion f von x, wenn es sich also um eine Art Wertepaar handelt. Im zweidimensionalen Raum ist das x und y. Man könnte also auch schreiben, dass f von x ist genau das gleiche wie y in Abhängigkeit von x. Welche Abhängigkeiten kann es nun geben? Wir sprechen von proportionalen Zusammenhängen, wenn am Ende der Zusammenhang durch eine Gerade beschrieben werden kann. Wie soll man sich das vorstellen? Wir haben ein Koordinatensystem, gekennzeichnet durch x- und y-Achsen, und ein Punkt in einem Koordinatensystem, zum Beispiel dieser hier, gekennzeichnet durch hier x gleich 5 zum Beispiel oder hier x y gleich 4 zum Beispiel würde den Punkt P1 liefern. Also P1 ist nichts anderes als 5 und 4. Schreiben tun wir das nicht mit dem Gleichheitszeichen, sondern ganz allgemein sagen wir P1 ist 5 für x und für y das 4. Wir nehmen uns ein zweites Beispiel, einen zweiten Punkt heraus, zum Beispiel den hier. Wir nennen ihn P2. P2 hat einen Minuswert, von mir aus minus 5, und einen Minuswert in dieser Richtung von minus 2 für x. Wir schreiben also, P2 ist für x minus 2 für y minus 5. Diese beiden Punkte lassen sich durch ein Lineal verbinden, sodass letztlich hier eine Funktionsgerade entsteht. Denn jeder andere beliebige Punkt auf der Gerade liefert uns ein Wertepaar, das nach dieser Funktion f von x oder y von x oder g von x, wie man auch immer das ganze Gebilde beschreiben will, kennzeichnet. Wie soll man jetzt aber letztlich hier eine Funktion beschreiben? Nun, tatsächlich ist bei einer Geraden ein Anstiegswinkel zu sehen und dieser Anstiegswinkel wird im Allgemeinen durch den Tangens Alpha beschrieben. Also die Funktion ist nichts anderes als ein Steigungswert mal x plus einer konstanten b. Das ist die allgemeine Funktionsgleichung für eine Geraden. Für eine Gerade. Wie finden wir die Funktion, die diese beiden Punkte maßgeblich für eine lineare Gerade beschreiben? Ganz allgemein könnte man sich hier also ein Steigungsdreieck vorstellen. Dieses Steigungsdreieck würde die Y-Achse beschreiben und das wäre ein Delta Y. Und dieses hier wäre dann ein Delta X. Ein Delta Y ist immer gekennzeichnet durch die Längen auf den Achsen. Und in unserem Fall wäre das allgemein geschrieben Y2 minus Y1. Oder für Delta X, X2 minus X1. Nebenbei bemerkt, spielt die Zuordnung der Punkte überhaupt keine Rolle, wo diese Punkte liegen. Wichtig ist nur, dass die Zuordnungen in dem Wertepaar erhalten bleiben. Um den Winkel Alpha hier zu bestimmen, in einem rechtwinkligen Dreieck, benutzen wir den Tangens. Und der Tangens ist nichts anderes als Gegenkathete zur Ankathete, also Delta Y durch Delta X. Setzen wir das hier ein, bekommen wir y2 minus y1
geteilt durch x2 minus x1. Ja, und das entspricht sozusagen auch unserem Anstiegswert in der Funktionsgleichung, dem m. Wenn wir das auf unser Beispiel übertragen, folgt daraus, in unserem Fall ist das eingesetzt y2 wären minus 5. Minus y1 ist 4. Geteilt durch x2 minus 2 und x1 ist minus 5, sodass wir hier tatsächlich im Betrag herausbekommen minus 9 geteilt durch minus 7. Und beides sind wunderschöne Primzahlen, sodass wir es dann bei 9 Siebteln mal belassen wollen. Damit haben wir den Steigungswert schon berechnet. Wir können also ganz allgemein sagen, f von x ist also 9 Siebtel mal x plus ja, dem konstanten Glied b, welches wir noch nicht kennen. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn die Gerade bestimmt ist, alle Punkte auf ihr liegen müssen, sodass wir jetzt einen dieser beiden gegebenen Punkte in diese Gleichung hier einsetzen können und damit dann die entsprechende Größe b ausrechnen können. Soll also heißen, einsetzen von p1 zum Beispiel. Dann würden wir für p1 bekommen, y ist gleich 4, also der f von x-Wert ist 4. 9 Siebtel, der x-Wert ist 5. Plus b. Und damit haben wir die Möglichkeit, den Wert b zu bestimmen, indem wir die Gleichung nach b auflösen. Und wenn wir das dann tun, kriegen wir dabei heraus 4 minus 9 Siebtel mal 5 ist gleich b. Wenn wir das Ganze noch ein kleines bisschen umschreiben und mit 7 erweitern, dann bekommen wir dabei heraus 28 minus 9 mal 5 sind 45, geteilt durch 7, weil der Hauptnenner dann entsprechend vorliegt. Und letztlich ist der Zahlenwert gleich minus 17 Siebtel. Ja, und all unsere Bemühungen haben uns nun die Funktionsgleichung für die Punkte, die Wertepaare, die wir uns hier selbst frei ausgedacht haben, geliefert. Also das Ergebnis. F von x ist also nichts anderes als m, also 9 Siebtel mal x minus 17 Siebtel und das ist sozusagen unsere Bemühung wert gewesen. Als Abfallprodukt könnte man eventuell noch den Winkel Alpha, den Steigungswert, bestimmen, denn der war ja nichts anderes als 9 Siebtel, aber bedenke, das ist der Tangenswert. Und wenn wir das mit dem inversen, mit der inversen Tangensfunktion umrechnen, dann würden wir daraus bekommen, Alpha ist gleich 52 Grad. 52,125 Grad, sodass wir den auch rechnerisch hier sozusagen oder zeichnerisch nachermitteln können. Ja, gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, die zu einer geraden Gleichung zu erwähnen wären? Ja, ein wesentlicher Punkt ist immer die sogenannte Nullstelle. Die Nullstelle berechnet sich selbstverständlich immer aus dem der Funktionswert einer Gleichung ist gleich 0. Und der wäre sozusagen in diesem Fall dann 9 Siebtel x minus 17 Siebtel. Und aus diesem Wert, oder ich sage mal aus dieser Gleichung, lässt sich die gesuchte Größe x bestimmen, indem man 17 Siebtel auf die andere Seite bringt und dann durch 7 Neuntel sozusagen
mit dem Kehrwert mal nimmt. Und das wäre dann sozusagen unser Zahlenwert 17 Neuntel. Und das wären dann ungefähr 2. Und das könnte man ja vielleicht hier jetzt auch gerade noch mit viel Fantasie so etwa ablesen, sodass hier der x-Wert für die Nullstelle dann gefunden wäre. Schauen wir uns die 17 Siebtel nochmal an, dann werden wir auch feststellen, dass diese 17 Siebtel letztlich nichts anderes ist als der Abstand auf der y-Achse, also hier, und zwar negativ, sodass der eigentliche b-Wert nichts anderes ist als der Schnittpunkt mit der y-Achse. Also wir fassen mal zusammen. Der Tangens-Alpha-Wert, also der m-Wert, liefert uns die Steigung. Der b-Wert den Schnittpunkt mit der y-Achse, sodass wir hier einen weiteren Punkt hätten. Und mit dem Winkel könnte man auch dann hier die Gerade zeichnen. Ja, mehr gibt es zunächst dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.